Als es in Absdorf noch keine Franz-Josef-Bahn gab, wurde Absdorf mit der Post, mit dem Stellwagen von Stockerau versorgt. Später wurde dann Absdorf mit der Post vom Postamt Groß-Weikersdorf versorgt, wo täglich ein Zusteller dann Absdorf besuchte. Erst danach, in der hartetschen Zeit, hatte Städteldorf am Wagram schon früher ein Postamt als Absdorf und dadurch kam der Zusteller vom Postamt Städteldorf. Das erste Postamt war im Bahnhof eingerichtet, im Bahnhofsgebäude eingerichtet. Ja, später dann wurde ein Provisorium geschaffen, das eine Telegrafendienststelle, ein Postamt und Telegrafenarbeiter hatte. Es gab davor auch noch ein Mastenlager. Im Jahre 1966, bei Herrn Postmeister Eder, bei dem fiel die Decke runter und die Firma Watzenbeck, die stellte dann 12 Steher, um die Decke abzustützen. Dann hieß es immer, der Postmeister Eder mit seinen 12 Aposteln. Ja, dieses Provisorium hielt sehr lange. Erst im Jahre 1970 wurde dann das neue Postamt eröffnet. Und dann im Jahre 2010 wurde dann in Absdorf das Postamt für immer geschlossen.